Ich bin überzeugt, dass wir mit Dieter Hecking den richtigen Mann für diese Aufgabe gefunden haben. Er hat mit seinen Mannschaften in der Vergangenheit für große Aufmerksamkeit gesorgt, hat, glaube ich, in nicht so leichten Aufgaben sehr viel erreicht. Als der Klaus dann anrief und dann auch nach dem Gespräch, hatte ich das Gefühl, auch mal irgendwo an mich zu denken und zu sagen, das ist vielleicht jetzt genau der Schritt, um vielleicht mit etwas besseren Möglichkeiten, die sicherlich gegeben sind, auch ein bisschen mehr zu erreichen. Ja, und ich freue mich einfach auf die Aufgabe, hier beim VfL Wolfsburg möglichst das mitzubewirken, mit einzuleiten, die Prozesse einzuleiten, dass eben die deutliche Kontinuität einzieht. Ich weiß, das ist natürlich auch von Ergebnissen abhängig, nur vom guten Reden wird das sowieso nichts werden. Ja, und wer mich kennt, weiß, dass ich lieber auch arbeite, als dass ich rede. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich wollen wir aus diesem Tabellenrängen da unten verschwinden. Wir haben eben schon darüber gesprochen, 7 Punkte sind es nach unten, 7 Punkte sind es auch nach oben. Also da wollen wir schon die Tendenz Richtung oben wollen wir einschlagen. Aber darüber hinaus wollen wir natürlich gemeinsam, wollen wir für etwas mehr Nachhaltigkeit oder Stabilität in diesem Club sorgen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir erstmal einen guten Start hinkriegen. Ja, wenn du das Heimspiel gegen Stuttgart mal nimmst und du gewinnst es, dann sieht alles schon wieder ein bisschen freundlicher aus. Dann kommt so eine gewisse Dynamik auch in die Gruppe rein, weil ich glaube, die größte Schwierigkeit ist ja, dass die Mannschaft jetzt innerhalb vom halben Jahr die dritte Ansprache bekommt. Den Klassenerhalt werden wir schaffen, da bin ich zu 100% von überzeugt. Ob noch mehr nach vorne geht, das liegt an uns. Mit den Spielern habe ich noch nicht gesprochen, ist auch gar nicht nötig, weil die werden mich schon kennenlernen.